Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier bei LS, LS 19 Turing-Karte. Ich habe gerade gesagt, hätten wir die. Aber das ist ja heute nicht der Fall. Das habe ich frühestens vor, morgen aufzunehmen. Das ist halt zeitlich nicht anders machbar, ne? Das sieht im Großen ganz, ganz gut aus hier. Es füllt sich langsam. Aber wie gesagt, das ist mühsam, ne? Also fällt 38, kriegen wir nicht ganz rein hier. Also vieles wird wahrscheinlich noch ein paar Meter gefahren werden. Vielleicht früher oder später immer provisorisch im globalen Markt. Im Lager. Aber mal schauen, ne? Wie wir aus reinkriegen. Verdichten und dann nachher abwarten. Den Rest nachher verschenken, kann man sagen, ne? Ja, das Rest vom Feld geht noch weg. Das sieht ganz gut aus, denke ich mal. Ja. Der ist fast fertig und der... Oh. Wenn wir eingreifen müssen hier. Den entsprechend hier um, ja, an der Spur bringen, ne? Dass er da ein bisschen was bringen kann. Sonst fährt er nur einer, das ist ja zu wenig. Ist das voll? Schlecht. Kann ich befehlen, ne? Das ist der Fendt. Aber der ist bei 80%. Ein bisschen Glück kriegen wir noch alles rein. Wenn wir Glück haben. Jetzt kommt gleich der nächste. Einer verrat, aber einer wartet schon. Ja, Dienstagfolge, ne? Aber sieht gut aus, die Mais. Aufgabe noch schaffen. Na, ja, dann ist es da. Was drin oder so? Täuscht hat nur. Täuscht voll, ne? Und ich abgekippt darüber. Du hier. Mal links und mal rechts. So, fertig. Und da. Oder eigentlich kippt ihn ab, ne? Ja, gut. Diese unkontrollierte Mitgehexer. Lassen. Er ist nämlich hier fertig. Mal schauen, ob wir gleich die nächste Spur fahren lassen können. Zwei am besten, ne? Müsste reichen normalerweise.
gucken, wie Pfeile sind. Die Pfeile sind, glaube ich. Ja. Wir müssen von vorne nach hinten anfangen, von anderen Ende. Und war das nichts. Ist hier eine Richtung, kriegt ja nur keine Punkte, ne? Fällt gerade in die Richtung, ja, das passt schon so. Sonst sind wir gleich wieder bei und müssen umstellen, ne? Muss ja nicht sein. Wenn das Band gefahren wäre, wäre das ein bisschen leichter, dann wäre das von vornherein nicht notwendig, ne? Das haben wir nicht gemacht. Hatte erst geplant, um mit einem Hexer zu fahren. Muss auch leider sagen, wir sind ein großes Feld, da sind eigentlich drei ganz gut. Aber wie gesagt, drei. Ein Silo ist ein bisschen, ja. Die sollen sich auch nicht mehr in den Haufen fahren, ne? Wo ist er jetzt hin? Wir dürfen mal verschenken, sonst fährt er mir die andere Spur vielleicht. So, einstellen. Müsste eigentlich kommen und rufen und sagen, hier bin ich, aber schauen wir. Der Mann noch leer. Naja. Sieht doch mal ganz gut aus, ne? Das Ende. Ist ja hier noch eine ganze Ecke, also. Wäre der andere Lader nicht schlecht, wenn man nach vorne schieben kann. Dann kannst du da richtig hochschieben. Da geht auch viel, viel. Heftig. Ich komme da nicht hoch. Vielleicht am anderen Ende vielleicht. Glaube ich auch nicht. Aber probieren kann man es ja mal, ne? Ja, keine Chance. Oh, oh. Das Dach hier kommt hoch. Jetzt haben wir noch andere Lappen da. Mensch, das kann doch nicht sein. Was haben wir da Schönes? Den Volvo. Der hat 1000 PS, ja. Der hat nicht gepackt. Nehmen wir den Volvo. Den mieten wir uns mal nur. Ne?
kann nicht sein, ne? Dass er mich hier packt. Auch zum Händler. Na, hier sind wir vier. Geht vorwärts. Hier liegen wir die Balken. Glaub's nicht. So, wenn man auch 40 km/h, 49, na gut. Der ist ein bisschen größer gebaut, ne? Also hat auch breite Reifen. Ich kann es aber nicht einstellen, ne? Also es geht nichts zum Justieren. Aber der hat 1000 PS. Aber fahren ist schlecht. Muss ich üben. So, Innenansicht. Irgendwie von der ganzen. Ich weiß auch nicht. Sieht komisch aus, ne? Ja, da soll er mal wirklich Funktion erfüllen, ne? Mieten. Ja, die Rüben sind hier weg. Aber das muss ihm jetzt egal sein. Oh, 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 oh. Na, hier kommen wir nicht hoch, oder schwer. So, wir über die Straße angekommen. Lass sie ein bisschen kurz doof steuern, also. Gefühl geht's einigermaßen. So, wir sehen ein bisschen mehr. Knapp 50 km/h, das geht. Ich muss ja nur ein bisschen was reinschieben, ne? Also was unten noch rumliegt. Vorne und gerade da, wo er steht, das muss ja noch rauf, das ist ja auch nichts. Hier ist ein bisschen verzerrt, also für ich jedenfalls so lang gezogen, ne? Ob die Absicht ist oder nicht anders ging. Spekulieren wir, ne? Trocken. 16 Uhr. Schauen wir näher hin. Sobald wir fertig haben, nur schauen, dass da hinkommt. Da die Soja essen können. Wechseln würde ich eigentlich nicht. Dauert ja auch hier so lange. Ich möchte ja, bevor wir nachts schneller vorspulen, dass das Silo zugedeckt ist. Ne? Können wir irgendwann anfangen, die Tiere umzustallen, also in den Hauptstall zu bringen, in den großen. Und die Kühe weg, nach oben. Da muss ich dann auch noch anfangen. Aber nicht in der Nacht, wenn so schnell gespult wird. Das wäre dann ein bisschen unklug. Ja, das geht vorwärts. Der ist aber schon voll, ne? Da kippt die ab, der Bruder. Na ja, gut. Ist wie es ist, ne? Das riecht doch so komisch auf dem Dingshaus. Ja, optisch jetzt ist besser. Ob der höher heben kann, ist egal. Hauptsache, der kommt hoch, ne? Auch schwierig, aber er kommt. Wenn wir ganz kurz den Bruder ein bisschen Platz schaffen, ein bisschen links, nach vorne, links rüber oder rechts, egal. Ich glaube, links ist mehr, rechts ist mehr Platz. Runterfahren wollte ich noch nicht.
Schön auffüllen alles. Da geht nicht mehr viel rein, ne? Das hat das ganze Dilemma bei. Ich muss ja nicht nur von da links wegnehmen, sondern auch hinter mir alles. Ne? So, schon mal das vorne ein bisschen. Ups, die Förderwand. Wenn wir auf Allrad einstellen und das gleich stoppen und werden. Bei 7,8 kann ich auf Allrad einstellen, kommt die Stellung, ja, Kursplay, Aufzeichnung, ne? Dazu sehe ich, ist da vorne ein bisschen Platz. Wir müssen ungefähr, was ungefähr, wie hoch kommen? Jo, ohne Probleme. Wir werden auch schön Probleme kriegen, alles reinzukriegen. Weil wenn da verdammt viel gut Deutsch. Für alles voll ist. Wir sind nur fertig wieder runter, ne? Das ist das ganze Problem. Aber ein bisschen. Wir müssen ja. Jetzt da müssen wir hin. Und da haben wir noch viel Platz. Ja, sieht schlecht aus. Das ist nicht gut. Leider. Und immer noch feucht, ne? Zu nass da wohl. Zu nass. Die Soja.
Ja, das ist voll. Aber hier rechts immer rüber, geht noch rein, ne? Ja, klar, Loch. Haben wir drinne? Fast 4 Millionen, also ich glaube 4 Millionen gehen glaube ich rein. schön wäre es, wenn ich alles reinkriegen würde, ich glaube eher nicht. Fahren wir hier vorne was rein. Alles aber nicht kriegen, glaube ich nicht. Aber ich habe nicht so hoch gepackt, ne? Wahnsinn. Fahren wir nach vorne ran. Das sind noch viele Kugeln. Und dann fahren wir langsam zurück. Ein bisschen etwas feiner an der Steuerung, ne? Da kann doch bis was rein. Muss. So, neue Ladung. Sieht aber schlecht aus. In der Mitte vielleicht ein bisschen was. In der Mitte vielleicht ein bisschen. Oh, das soll es auch für heute gewesen sein. Ich sag mal schönen Dank fürs Reinschauen. Sag mal tschüss und ciao, ciao. Ja, morgen geht's weiter hier in Thüringen. Hoffentlich bald fertig mit der Silo-Kacke. Ne? Aber so, ist schon ein bisschen lang. Sag mal tschüss. Bis dann und ja, bis morgen. Ne? Wenn ihr Lust und Laune habt. Ich bin mal da. Tschüss.